Moin und hallo aus Bielefeld. Moin. Wir sitzen hier in einem 6 Meter oder unter 6 Meter Kastenwagen, dem X-Van 102 aus der X-Go-Reihe von Palmowski. Den Wagen gibt es für einen spitzen, günstigen Preis. Ganz klassisches Fahrzeug. Den nehmen wir heute unter die Lupe. Ja, Moment. Ja? Ich habe ja gesagt, spitzengünstiger Preis. Ist der jetzt nur günstig oder kann der auch was? Das interessiert uns heute. Deshalb nehmen wir den X-Go unter die Lupe. Und jetzt viel Spaß dabei. Viel Spaß. Klassischer Grundriss, Querbett, Badezimmer. Und was mir aufgefallen ist, viel Schrank. Auch hier viel Schrank. Breite Spüle, breiter Herd, große Sitzbank, großer Tisch. Ich mache erstmal die ganzen Schränke auf, weil die finde ich echt Hammer. Die sind der Hammer. Also was ihr hier mitnehmen könnt, ist gut. So, ich habe hier mal alles aufgemacht, erstmal die ganzen Oberschränke. Das ist ganz schön viel, guck mal. Ja, auf dieser Seite drei Oberschränke, richtig tiefe Oberschränke. Ne? Ja. Und auf der rechten Seite, da hast du noch mal zwei große Schränke. Ja. Ja. Für die Küche. Also hier würde ich schon die ganzen hohen Sachen reintun. Thermoskannen, was man so braucht. Vielleicht wäre, also wir machen ja immer gern Espresso-Kaffee. Ne, stellen auf den Herd mit Gas, würde hier wunderbar reinpassen. Na guck mal, du hast doch rechts noch mal eine richtig große Ablagefläche da. Hier auch. Also wer eine richtige Kaffeemaschine mitnehmen möchte, geht natürlich auch. Hier habt ihr gleich Strom, könnt ihr hier hinstellen. Weißt du, so Kapselmaschine, ja, Stromanschluss, Stellfläche, alles genau, da. Genau. So einen hohen Wasserhahn mit so einem hohen Auslauf, das siehst du ja auch selten. Ne? Da kannst du schön einen Topf drunter halten. Genau. Komm da mal hast her. Du was? Ja. Wieder oh, so ein Wahnsinnsablauf. Ich liebe es. Das ist wie zu Hause. Genau. Ich habe es ja eben schon gezeigt. Eine Steckdose, ein Lichtschalter, Ambientebeleuchtung in der Küche. Ist angenehm, nicht zu hell. Zwei Flammenkocher, PE-Zuzündung. Wunderbar. Alles da. Du, das Waschbecken. Entschuldigung, ich halte mich hier gerade wieder am Waschbecken fest. Ne? Das ist auch tief. Ja, das ist auch tief. Genau. Hier so ein kleiner Schutz. Weiß ich jetzt gar nicht wofür. Was fällt dir dabei auf? Design. Da fällt mir sofort ein, italienisches Design. Okay. So, ich mache mal Oberschrank zu, aber ich muss mich erstmal an den Tisch setzen. Ich habe keine Tischverbreiterung gesehen, aber eine riesen Sitzbank. Guck dir das mal an, wie breit die ist. Die geht natürlich rein. Hier drunter sitzt die Heizung. Das ist gut. Ja. Heizung vorne unter der Sitzbank ist immer gut. Ja. Ich möchte mal sehen, wie viel Platz da unterm Tisch ist, Nora. Ja. So, jetzt kann ich doch die ganze Sitzgruppe erkennen. Denk ja, daran. Beinfreiheit auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ne? Das ist ja da hast du sogar noch einen kleinen Stauraum da unten. Tatsache. Ja. Ach, da ist die Landstromeinspeisung, ne? Ja. FI-Schutz und Sicherung. Was ist das für ein kleines blaues Ding? Das habe ich eben auch schon gesehen, Laura. Also wir haben gedacht, das wäre ein Rädchen. Da kann man was abnehmen. Also drehen kann man es nicht. Das ist kein Drehknopf. Das ist eine Kappe. Ich habe keine Fingernägel, Nora. Ja, ich traue mich nicht. Da, ach, man ja, schiebt okay, das. Man schiebt das. Man schiebt das. Das ist eine USB. Ja. USB-Dose. Ja. Okay, dann kann ich ja lange versuchen hier. Das ist so ein Drehdeckel hier. Genau. Zack. Großes Fenster fällt mir auf. Ja. Das ist auch verkleidet und so ein bisschen gepolstert. Das ist ein Ausstellfenster. Ja. Ja. Hier ist ein Fernseher vorgerüstet, mega satt. Da hast du hier auch die Kabelverbindung, Lichtschalter, 230 Volt und 12 Volt und Antennenanschluss. Und den Fernseher kannst du auch drehen. Nach hinten? Mal, ja, wenn ich jetzt hier den Bügel losmache. Warte mal. Dann oh, danke, dass du mir hilfst. Aha. Jetzt klappst du es einmal rum. Ach so, ich muss ziehen. Nee, geht nicht. Warte, muss ich das hoch... Nee, wie geht denn bitte? Siehst du, ich kenne mich nicht aus. Bertel zeigt uns das. Hier ist ein Stift. Guck mal.
Und jetzt kannst du diesen ganzen Bügel drehen. Ah, siehst du, wunderbar. Und dann klappt es auch mit dem Fernsehen aus dem Bett. Ja, das finde ich natürlich praktisch. Wenn ich, ist alles ein bisschen eng gebaut. Guck mal, und dann kannst du auch aus dem Bett Fernsehen. Mhm. Oder, warte mal, nee, ich glaub's nicht von draußen. Nee, das geht nicht. Von draußen? Ja, wenn du dich direkt vor die Schiebetür setzt, geht das auch. Fußball draußen. Ja. Guck mal, jetzt musst du wieder diesen Stift ziehen. Ja, und jetzt kann ich das... Jetzt drück mal ran, bitte. Und das rastet dann, sieht da ein. Siehst du das? Jetzt. Da rastet jetzt rein. Jetzt ist es eingerastet. Okay. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Ah, ja? Ja. Okay. Sehr eng. Die Bank, der Durchgang, ne? Der Durchgang ist sehr eng. Geh mal einen Schritt weiter auf mich zu. Jetzt sieht man es gut. Jetzt sieht man es. Das ist sehr eng. Die Sitzbank ist riesig breit im Verhältnis und der Gang, ne, klar, du hast ja keine endlose Breite hier im Fahrzeug, der ist dadurch schmal geworden. Genau. Ne? Du sitzt da auf einem Podest. Ich sitze auf dem Podest. Da ist auch ein Heizungsausströmer, also kalte Füße solltest du nicht bekommen. Mhm. Zwei unter der Bank, zwei Heizungsausströmer. Okay. Mhm. Ja. Das macht ja auch Sinn, ne? Ja. Weil ja die Heizung dahinter ist, hast du einen kurzen Weg. Schlauchleitungstechnisch für die Warmluft. Oberschrank haben wir noch nicht gezeigt. Geht gut am Fernseher vorbei. Nochmal zwei Fächer hier unterteilt. Das ist auch gut. Ja. Ne? LED-Leiste, ne? Unterm Schrank. Und Staufer. Hier habe ich meine Jacke reingelegt. Also hier passt wieder was rein. Ich finde es immer gut, das Staufach da oben. Ja, also wir sind ja Vertreter des Staufaches über Fahrer- und Beifahrersitz. Ne? Hätten wir in unserem Wagen jetzt auch lieber, haben wir aber nicht. Bei 5,99 Meter gehört für mich der Stauraum dazu. Ja. Andere hochgewachsene Menschen sehen das sicherlich anders. Die haben dann lieber einen Skyroof. Ne? Aber wir lieben Stauraum. Genau. Der beidseitig zu öffnende Kühlschrank, der darf natürlich im Kastenwagen nicht fehlen. Das ist immer gut. Mit Gefrierfach. Ja. 70 Liter Kompressor. Ja, Kompressor ist sowieso gut. Genau. Und 70 Liter passt doch. Ne? Beidseitig. Beidseitig. Ja. Badezimmer. Bin ich jetzt ganz gespannt. Das klappt sehr gut. Das stoppt hier. Es stößt nicht ans Bett. Und kollidiert auch nicht mit dem Schrank hier. Ja, wir stehen wieder ein bisschen leicht schief. Weißt du, was mir als erstes auffällt hier in dem Badezimmer? Eine sehr, sehr schöne und tiefe Duschwanne. Da läuft nichts drüber. Oh ja, die hat einen sehr hohen Rand. Aber eins... Was ist das da unten? Süß, ein ganz, ganz kleiner Ablauf. Naja, vielleicht wächst der ja noch, Nora. Ja, in der Küche so schön groß und hier so klein. Ja, das sind die Kinder vom großen Abfluss. Alles klar. Heizungsausströmer. Und mir fällt auf, du hast zwei Armaturen. Du hast eine Duscharmatur und eine Waschbeckenarmatur. Mhm. Ne? Strom. Oh. 230 Volt. Das liebe ich ja, ne? Mhm. Strom im Bad. Und das andere ist der Lichtschalter? Ja. Klar. Fenster zum Lüften, Oberschrank, muss sein, viel Spiegel. Handtuchtrockner zum Drüberhängen, was ich auch gut finde, trocknet schneller. Ja, auf jeden trocknet Fall. Schneller als klar. Am Haken. Klar. Eine Zwangsbelüftung ist da oben. Guck mal, das ist ein Pilzlüfter, der sich da verbirgt. Ja. Mhm. Und geduscht mit Dusch, wird mit Duschvorhang. Hier gibt es vier Vorrichtungen. Duschvorhang habe ich jetzt. Ja. Duschvorhang habe ich jetzt nicht gefunden. Hier unten ist noch eine kleine Ablage. Alles da. Es gibt wirklich viel Stauraum in diesem kleinen Fahrzeug. Ist klar, hier ist der Kühlschrank, hier befindet sich jetzt keine Schublade. Wir haben dann hier unter der Spüle drei Schubladen, ich will mal gucken. Oh, drei Schubladen. Wirklich drei Schubladen mit Besteckeinsatz. Ja, und dahinter ist ja noch ein großer Schrank, ne? Ja, da kommen wir gleich zu. Gut. Das ist jetzt kein Softclose. Nein. Aber ist in Ordnung. Ja, die laufen sehr leicht, ne, die Schubladen. Ja. Sehr leicht. Wolltest du was erzählen zum Material hier, zur Anmutung? Fühlt sich ganz gut an. Das ist so reliefartig, ja. Ne? Ja, bisschen Struktur. Struktur, genau, das habe ich gesucht. Das war. Und ein riesen Kleiderschrank. Mein Rucksack steht drin. Ach, ich dachte, den gibt es dazu.
Nein. Hier kannst du das Wasser einstellen. Guck mal, das ist die Markierung hier für 20 Liter Fahrwasser. Mhm. Warte mal, da muss ich dir mal reingucken. Da möchte ich mal reingucken. Ja, geht her. Hier haben wir einen Rucksack. Ja. Ach du meine Güte, da muss ich gucken, Nora. Was ist das? Da muss ich gucken. Also erstmal, ne? X-Go gibt es jetzt mit Rucksack, alles klar. Das ist eine Druckpumpe. Ach. Das ist ein Druckpumpensystem hier. Das finde ich cool. Da siehst du diese kleinen blauen Hähne. Das ist die Ablasshähne für die Wasseranlage. Ja. Und die Druckwasserpumpe hat auch einen Filter, einen Grobfilter verbaut. Jetzt kommt der Boden hier drauf. Und hier unten kannst du auch einstellen, ne? 20 Liter Fahrwasser. Ja. Das bekannte Thema. Ach, die funktionieren aber gut. Die sind stramm. Oder wie sagt die, man, ne? Sie sind stramm. Die haben einen gewissen Druck, ja, ne? Druckpunkt. Das fühlt sich auch gut an, so voller Mechanik. Eins wollte ich noch mal gucken. Doch hier ist leicht schräg. Da passiert nichts. Bett. Ach so, Rucksack packen wir wieder rein. Also das finde ich immer ganz gut. In so einem Kleiderschrank. Unser Kleiderschrank ist ja immer so voll. Und unten mache ich dann auch noch auf dem Boden, stelle ich dann auch noch einige Sachen, dass man immer der Kleiderschrank, ja, der ist immer proppe. Ja, das ist irgendwie noch nicht so richtig. Aber ja. Das, es reizt ja noch, was auf den Boden unten zu stellen. Du hast deine Jacken drin hängen und dann noch unten was rein, ob es Wasser ist oder Wasserflaschen. Ja, Thema Stauraum, ne? Stauraum. Kann man nie genug haben. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken, wie das funktioniert. Also. Pass auf, der rastet aus unten. Wo? Der hat sich eben unten bewegt. Wo? Wir räumen die Matratzen da hinten mal zur Seite. Da habe ich noch einen Stauraum oder irgendwas gesehen. Da möchte ich mal reingucken. Die sind ja leicht. Das gefällt mir gut. Die sind leicht zu handeln. Ja? Stell dir vor, die sind schwer und du willst das umbauen. Ups, wie man jetzt darauf liegt, das weiß ich nicht. Normal lagerst du die Matratzen hinter dem Lattenrost dort. Ja, ne? Natürlich. Aber so ging es ihm einfach schneller. Was haben wir denn hier? Da ist ja nochmal ein riesen Stauraum. Ja. Warum da unten jetzt eine Entlüftung ist, das kann ich dir auch nicht beantworten. Auf jeden Fall hat es einen Tresor dabei. Genau, da. Ganz kleiner. Ja. Gut. Ja. Alles klar. Ach, hier ist auch noch ein Heizungsausströmer. Oh, zwei Heizungsausströmer hier hinten. Jetzt bleiben ja nur noch zwei Bereiche, ne? Das eine, das ist bei dir, wo du deine Hand hast. Da wird der Gaskasten sein. Mhm. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da wo der Lattenrost jetzt ist, da muss der Tank sein. Mhm. Jetzt bin ich wieder neugierig, müssen nochmal umschrauben. Wir nehmen mal hier den Lattenrost weg. Ja, ich mach runter und dann das Kissen. Und dann gehe ich auch mal rum. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Kannst du den nicht rausheben? Ich meine, du kannst den komplett hochheben. Zieh mal auf der Seite. Und jetzt stell ihn mal auf den Boden. So. Kissen. Genau, und jetzt kannst du nämlich. So. Jetzt kommst du an die Klappe daran. Da wollte ich hin. Guck mal, hier ist eine Reinigungsöffnung. Mhm. Tauchpumpe von oben, wie wir euch das so oft gezeigt haben, haben wir ja nicht, weil wir eine Druckpumpe haben. Da läuft der Einfüllstutzen rein in den Frischwassertank. Und das hier ist die Verkabelung und der Einbau des Wasserstandssensors, der euch dann die Füllmenge anzeigt. Eine Reinigungsöffnung, okay. Und wenn du jetzt die Glühmittel tauschen möchtest, dafür sind diese Verkleidungen, die kannst du abschrauben und dann kommst du auch an deine Glühmittel, Glühbirnen, Glühobst, wie man es auch immer nennen möchte. Hauptsache man weiß, was man da reinsteckt, ne? Damit es leuchtet. Aha. Da kommst du ran. Genau. Lämpchen hier am Kopf, per Touch. Ja, alles per Touch hier. Mhm. Ja. Gibt es hier hinten noch USB irgendwas? Hast du was gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen. An der Stirnfront von den Schränken irgendwas verbaut zwischen Hecktür und nein, auch nicht. Nein. Also hier hinten beschränkt sich dann auf die Dachluke, Bügeldachluke. Ja. Und so sieht das ganze Fahrzeug dann aus dem Heckbereich mit Blick nach vorne aus.
Mit Matratzen. Im Moment als Matratzenlager genutzt. Diese Oberflächen, die kannst du gut abwischen. Ja, pflegeleicht. Pflegeleicht. Das Wort hat mir gefehlt. Danke, Nora. Gerne. Und da unten ist noch mal ein Heizungsausströmer. Zwei haben wir hier hinten. Hier oben einmal, das finde ich ganz gut. Einen unten und einen hier oben. Ja, alles klar. Weißt du auch, warum hier links ein Heizungsausströmer ist? Da muss warme Luft zum Frischwassertank, ne? Genau. Winterfahrer. Ja. Ja. Ansonsten alles sehr pflegeleicht. Das sind hier Kunststoffschalen, die hier verbaut sind als Innenverkleidung. Na, irgendwie musst du ja auf den Kampfpreis kommen, ne? Eben. Es ist sehr eng da, ne? Oh ja. Ja. Mit der Matratze auf dem Tisch wird noch hier, enger. Wird das hier sehr, sehr eng. Ja. Gut, lass uns einfach mal zurückbauen und dann schauen wir uns das Fahrzeug mal von hinten an. Genau, das machen wir. Mhm. Viel Spaß dabei. Danke. Das ist gemein. So, jetzt ziehe ich mir doch die Matratze drüber. Steht ja nichts rum. Einmal draufklopfen. Das sieht doch gut aus. Soll ich hier nochmal runterdrücken? Jetzt passt das. Genau. Daten und Fakten kommen später. Da komme ich dann auch zu der Bettengröße. Übrigens fällt mir eins auf. Ja. Gleich breit, Kopf und Fußende. Oh, das ist doch in Ordnung. Das ist schon mal nicht schlecht. Fahrradträger. Markise ist verbaut. Verzurösen haben wir hier vier Stück. Genau, und das wird als Schnalle. Moment, Moment, so. Jetzt, ups, jetzt. Gaskasten. Ausreichend für 2 11-Kilo-Flaschen. Dazu kann ich gleich was sagen. Bei dem X-Van wird es in Zukunft nur noch die Dieselheizung geben. Gut, dann kann ich die Frage, brauche ich die gar nicht stellen, gibt es denn auch mit Dieselheizung? Mhm. Ja, in Zukunft nur noch. Mit Dieselheizung. Hinten haben wir vorgehängte Fenster. Und an der Seite haben wir noch eine Markise oben, Nora. Ja, das ist eine Markise. Und hier auch vorgehängte Fenster. Ne, die einen schwören ja auf die vorgehängten Fenster, sagen, es regnet nicht so schnell rein. Ach, guck mal. Ach, du kannst den Tisch auch außen einhängen. Ja. Und auf dem Ganzen, oben auf dem Dach, da thront eine alte Satellitenschüssel. Ja, die brauchen wir ja, ne? Sonst gibt es nichts mit Fernsehen. Genau. Und Mückenklischee. Wunderbar. Eins haben wir vergessen zu zeigen, das fällt mir gerade ein. Denn ich bin so rausgegangen aus dem Wagen. Du kannst die Hecktür von innen öffnen. Ja. Das ist gut. Kommst dran. Eben. Unter dem Beifahrersitz befindet sich das Bordwerkzeug. Und unter dem Fahrersitz ist die Aufbauelektronik verbaut mit Zugang zu den Sicherungen und einem Batteriehauptschalter. Ich habe die Bordbatterie gefunden. Okay. Unter der Sitzbank. Ah, alles klar. Da, schnell mal einen Blick drauf. Genau. Bordbatterie, Aufbaubatterie. Hier ist eine AGM verbaut. Da ist das Frostwächterventil da unten, ne? mit dem blauen Drehhebel. Und daneben die Truma-Kombi-Heizung. In diesem Fall Gas. Ja, kommst, wenn du ein Problem hast mit deiner Heizung, sehr gut dran. Oh, ja, das ist immer diese Kopfgeschichte hier. So, Zuziehhilfe hat er nicht. Wir sind ja hier auch in einem Preissegment, ne? In der Schnäppchenpreisliga. Nora macht jetzt mal den Kühlschrank aus, damit der Kompressor nicht so eine Geräuschentwicklung hat. Genau. Jetzt noch ein Blick auf die Anzeigen. Anzeigenpanel ist hier oben. Und das rechts daneben, das ist die Steuerung der Truma Kombi. Einet fähig. An allen Fenstern gibt es natürlich Insektenschutz. So, warte mal. Ah, das muss ich hier einrasten. Und Sichtschutz. Ich mag ja diese glatten, ne? Diese glatten Verdunkelungsrollos. Kannst du viel besser abwischen. Und gerade hier auch im Küchenkochbereich ist es praktischer, wenn du es abwischen kannst. Daten und Fakten. Dann leg mal los, Nora. Der X-Van 102 hat eine Länge von 5,99 m, eine Breite von 2,05 m
und eine Außenhöhe von 2,65, 1,90 Innenstehhöhe. Das Bett hinten hat eine Länge von 1,86 mal 1,49. Die Breite finde ich gut, könnte etwas länger sein, na gut. Ein Kühlschrank, Kompressor, 70 Liter. Heizung hatte ich erwähnt, es gibt in Zukunft nur noch die Dieselheizung. Masse im fahrbereiten Zustand 2773 Kilo, Frischwassertank 85 Liter, Abwasser 90 Liter. Ach ja, und wer möchte, als Sonderausstattung gibt es hier auch das dritte Bett. Ja, gut. Ist hier nicht verbaut. Ist jetzt sonst hier nicht verbaut, habe ich kurz gesagt. Wäre da unten eine Schiene und da kann man dann den Tisch einhängen. Genau. Ne? Das haben wir nicht. Und das kürzere Beinchen hat er schon hier. Du kannst das Beinchen ja kürzen vom Tisch. Viel Stauraum. Klassischer Grundriss, einfach gestrickt. Alles drin, alles dran. Licht ist vorhanden. Duschen mit Duschvorhang, wunderbar. Tiefe Duschwanne. Der Gang sehr eng. Das muss ich zugeben. Ja, da stimme ich dir zu. Das Fahrzeug ist Einsteigerklasse auf jeden Fall. Ne? Es ist minimalistisch ausgestattet, dafür bekommst du aber ein reisefertiges Fahrzeug. Eben. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn nun der Minimalismus? Der Minimalismus kostet Grundpreis auf Fiat mit 120 PS, Leitchassis als 3,3 Tonner, 48.999 Euro. Das hier angebotene Fahrzeug als 3,5 Tonner mit 140 PS kostet 53.495 Euro. Ja klar, da ist ja die Satellitenanlage, Fernseher, Außenmarkise habe ich gesehen, Fahrradträger, der größere Motor. Das Remi ist auch immer Verdunklung. Gehört zur Sonderausstattung, genau. Das war's für heute. War schön, mal wieder hier in Bielefeld zu sein. Ja, genau. Jetzt trinken wir noch ein Käffchen. Ja, das machen wir. Und schnacken noch ein bisschen. Ja, logisch. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Bis bald.